Hallöchen, meine Lieben, ich bin's wieder, eure Fluffy. So, die Sonne scheint und bei diesem herrlichen Wetter ist das auch, glaube ich, schwierig, euch zu sagen, ich bin nicht zu meinem Vergnügen hier draußen. Kleine Hunde können, sollen und dürfen weiterhin ausgeführt werden, nicht wahr, mein Schatz? Der kleine Schatz, der darf jetzt hier in Ruhe schnüffeln und laufen und Mäuschen aufspüren, na? Guck mal, was der für eine Freude hat da vorne. Wie der läuft. Ja, finde ich herrlich. Ich habe heute frei, ihr Lieben. Und ich möchte euch erzählen, ja, erstmal, es geht mir gut, ne? Schlacki geht's gesundheitlich auch gut, ne? Euch hoffentlich auch immer noch. Weshalb ich aber jetzt eigentlich hier das Video gestartet habe, ist einfach diesen Satz, den ich in den letzten Tagen am allermeisten gehört habe. Ja, und zwar, ich habe so Langeweile und ich halte das zu Hause nicht aus. So, das hat mich so zu so einer Theorie und zu so einem Denkprozess bewegt, ja, wo ich, glaube ich, gar nicht ganz so verkehrt liege. Für mich stellt sich dann da immer, wenn ich sowas höre, zuallererst die Frage, warum ist das so? So, warum hat man so viel Langeweile? Warum hält man das nicht zumindest 1-2 Tage in seiner Bude aus, mit sich alleine? Die erschreckende Antwort für mich ist darauf einfach, weil viele das überhaupt gar nicht mehr können, mit sich selber alleine zu sein und mit sich selber Zeit zu verbringen. Weil das ja bedeutet, dass man sich mit sich selber auseinandersetzt. So, das ist der Grund, weshalb viele Leute sich andauernd mit irgendwelchen Dingen umgeben, sei es Unterhaltungsmedien oder halt andere Menschen. Nicht? Klar, wir sind soziale Wesen. Na, ich bin auch gerne unter anderen Menschen, aber das meine ich gar nicht. Sondern es gibt ja halt wirklich so Leute, die sind ständig hier und dort und überall. Die haben im Alltag, lassen die sich gar nicht mehr die Möglichkeit, diese Stunden und Momente mit sich alleine zu haben. Wisst ihr, wie ich das meine? So. Und um Zeit mit sich alleine auszuhalten, ja, setzt das ja irgendwo auch voraus, dass man mit sich selbst im Reinen ist. Versteht ihr, wie ich das meine? Und das sind ganz viele eben nicht. Das bin ich auch nicht immer. So. Soll bedeuten, dass ich mir im Alltag, in den Momenten, wo ich merke, so, ich bin mit mir selber nicht im Reinen und ich habe gerade irgendwie so ein Problem, es mit mir selber auszuhalten. So, das sind meistens so diese Situationen, wo ich enorm genervt bin von Kleinigkeiten und mich selber einfach nicht ertragen kann, dass ich mir dann die Zeit nehme, in mich selber hineinzuhören und für mich selber abtaste, woran hakt es? Was liegt im Argen? Was kann ich dafür tun, dass es besser wird? So, das ist halt einfach so, ich habe meine eigene kleine Form der Psychohygiene gefunden, womit ich im Alltag auch sehr viel Zeit verbringe. Weil ich dann herausgefunden habe, wo der Schuh drückt und was der Grund dafür ist, ja, weshalb ich einfach gerade so mit mir selber unzufrieden bin und warum es gerade mit mir selber nicht so läuft, ja, dann arbeite ich daran, dass es besser wird. Ja, und dann ist das beim nächsten Mal schon nicht mehr ganz so schlimm. Ja, so die Punkte, wo ich immer wieder dran arbeiten muss, ja, weil sie mich einfach stören, das ist halt einfach mit dem Egoismus der anderen Menschen, da komme ich einfach nicht drauf klar. Ja, so, wenn ich so in meinem Frieden bin und dann kommen andere Leute daher, die meinen Frieden stören durch vor allen Dingen Lautstärke, Krawall oder durch solche Sachen wie diese Hamsterkäufe, wisst ihr, wie ich meine? Da muss ich wirklich an mir selber arbeiten, dass ich da ruhig bleiben kann. So, in meiner Gelassenheit. Versteht ihr, wie ich meine? Dass mich das einfach nicht mehr aufregt. Ja, aber da scheitere ich bisher immer noch dran. Ein weiterer Punkt, mit dem ich mich immer mal wieder schwer tue, ist Fehler zu machen, Fehler zuzugeben und das auch einfach mal so anzunehmen, dass ich Fehler mache, Fehler habe und
ja, mir diese Fehler, die ich manchmal mache, auch einfach zu verzeihen. So, wisst ihr, weil das ist halt einfach menschlich. Aber damit habe ich oft Probleme, die mich so aus dem Gleichgewicht reißen. Sobald man aber halt einfach gewisse Dinge erkannt hat, kann man daran arbeiten und sie besser machen. Wisst ihr, wie ich meine? So gewisse Fehler und Sachen im Leben, die macht man dann halt einfach nur einmal. Weil, ne, es gibt ja da irgendwie so ein Sprüchlein, irgendwie Fehler sind erst Fehler, wenn man sie zweimal macht. Zugegebenerweise gibt es auch Fehler und Eigenarten an mir, die mache ich schon mein ganzes Leben. Ja? So wie zum Beispiel Licht anschalten und dann vergessen, wieder auszuschalten. Ne? Aber die meine ich gar nicht. Ja? Ihr wisst, wie ich das meine. Ne? An sich selber arbeiten, das kostet Zeit und das ist auch manchmal nicht innerhalb von einem oder zwei Tagen abgeschlossen, so dieses Grundproblem. Aber wenn man sich gar nicht mit sich selber auseinandersetzt, ja, dann wird doch einfach diese Unzufriedenheit immer größer und größer. Ja? Wisst ihr, wie ich meine? Man lernt nichts aus sich selber. Man bleibt einfach auf so einem Stillstand, und indem man alles immer nur vermeidet und verdrängt und an Seite schiebt und sich ablenkt mit anderen Sachen, die so eine willkommene Abwechslung sind. Wisst ihr, wie ich meine? Dann wird das nicht besser. Und das führt dann halt einfach dazu, dass man halt die Zeit mit sich selber nicht aushalten kann. Ich finde das schlimm. Wirklich. Es ist unglaublich windig heute. Muss man mal eben so erwähnt haben. Habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört am Windgeräusch, ihr Lieben. Das tut mir übrigens leid. So ein reflektierender Selbstdialog, ja, auch wenn er im Inneren stattfindet, hat jedenfalls für mich persönlich so einige Vorteile, durch die man selber stärker wird, besser mit den eigenen Krisen des Lebens so umgehen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Persönlich habe ich aber auch festgestellt, so dass dieser innerliche Selbstdialog, ja, mir geholfen hat, das Verhalten anderer Menschen besser zu verstehen, sei es jetzt in mich bezogene Dinge, Reaktionen auf mich und mein Verhalten oder, ja, wisst ihr halt, wie ich meine? Das ist ganz schwierig zu erklären, weil das auch ein unglaublich komplexes Thema ist. Aber es hilft auf jeden Fall, ja, sich gegenseitig zu verstehen, ja, und anzunehmen, zu respektieren, zu akzeptieren. Von daher, wenn ihr das nächste Mal an dem Punkt seid, dass ihr das Gefühl habt, ich halte es nicht mit mir aus, ich will einfach jetzt raus und ich möchte das und das machen, so um mich abzulenken, um was anderes zu sehen, denkt da vielleicht mal drüber nach, über euch selber nachzudenken. Und wenn man dann irgendwann mal fertig ist mit der eigenen kleinen Feedback-Runde mit sich selbst, kann man die ausweiten auf die Paarebene zum Beispiel. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist sehr sinnvoll und sehr hilfreich in vielen Punkten. Ja, aber zuerst mal bei sich selber anfangen. Und was mir auch aufgefallen ist, durch diese Feedbackrunden mit mir selber, konnte ich auch schon sehr vielen Leuten so in meinem Umfeld, wenn die mal irgendwelche Probleme hatten und es hier oder da gehapert hat, auch einfach erzählen, so ist das bei mir gewesen, das und das hat mir geholfen, so und so bin ich damit umgegangen. Und ja, da findet dann halt einfach auch dann so ein Austausch statt, den ich unglaublich interessant finde, der nicht nur einem selber hilft, sondern auch anderen. Nee? So, und dafür haben wir ja jetzt alle genug Zeit. Ne? Aber so kann man diese Zeit auch für was Positives nutzen. Ne? Und man muss nicht die ganze Zeit an diesen Corona-Wahnsinn denken. Das hilft auch schon mal. Ein bisschen Erleichterung im Alltag zu schaffen. Aktuell, muss man ja sagen. Ne? So, ihr wisst jetzt Bescheid. Ich wünsche euch was. Wir hören und sehen uns. Ne? Tschüss!